Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen zum 13. Internationalen Müller-Lukas-Festival. Zunächst möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen den Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Herrn Robert Schnurr. Ich glaube, Sie sehen hier das Ganze. Schön, dass Sie gekommen sind, die Zeit gefunden haben. Wir wünschen einen schönen Abend und viel Spaß. Ein Musiker aus der Band von René Hedles wird nachher gleich auf der Bühne erscheinen. Es ist der bekannte Dobro- und Gitarrenvirtuose Jean-Paul Disse. Und ich freue mich riesig, endlich mal wieder nach längerer Zeit eine französische Band hier auf der Bühne zu haben. Zwei Akteure kommen aus dem Elsass, aus dem Großraum Straßburg oder Stoßburg, wie es auch heißt. Und der dritte Musiker, der kommt aus Paris. Also die verraten sich ganz gut, die Elsass. Aus dem Inneren. Ja, und diese Gruppe bietet eine wunderschöne Mischung, eine akustische Musik, natürlich Bluegrass, auch Swing, Cajun und Acoustic Country. Und ich darf nicht vergessen zu erwähnen, der Jean-Paul, der ist ein Sprachgenie, muss man sagen. Er spricht vier Sprachen, ziemlich perfekt, natürlich Französisch. Er spricht Englisch, er spricht Deutsch und er spricht die schönste Sprache der Welt, nämlich Elsässisch. Und er nennt dieses Elsässisch auch so, wenn er gut drauf ist, in Laune ist, sagt er, ich rede Schiediger Esperanto. Und das wird er nachher auch sicherlich tun. Ich habe ein bisschen vorbereitet, dass ich das Sprachschild vorstelle. So, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit News der Klasse aus Frankreich. Thank you.
Jahren getroffen. Ich sage nein, wie schon. Wir haben das New Step in Brahms. Da haben wir uns gerade unterwegs. Und wir bringen Glück auf Chief Brewster on the Mandolin. Thank you.
Combien de Français dans la salle? Deux, trois, là. Marc, il ne se fait parler un peu en français. Il n'y se fait pas. Voilà, c'est une chanson qui parle de train. Parce que généralement, dans la musique bluegrass et dans la musique country, trois thèmes. Les trains, les trucks et les cowboys. Les cowgirls aussi. Donc, on va faire une chanson de train où dans le train, il y a des cowboys et sur le train, il y a des trucks. The Fireball Lady. Next song is one from Mr. Norman Blake. Nothing to do with William Blake. It's a story of a guy who made his life picking ginseng. It's called ginseng soup. Uh-huh.
Like Simon from the back down, yellow's pure goods on down. A fast ass from the donkey ball, said in Shrek's town. Up on a high ground. You could see him every day, walking down the line. With an old red sack across his neck, with a long hair down behind. Speaking these words in mind. And he said, all the way from the delta, living off the commutes. Hey, that's a full of jeans, sir, won't pay my trouble in bill. I'm too old to ride the red island and run around. So I guess I'll never make it back home. I'm running on the Mississippi, they'll go home. Zweistück, und ein Style, das heißt Western Swing. Das ist mit diesem Honky Tonk Moon. Honky Tonk ist ein Kneif, aber das sind Biber und Alkohol, das ist aber Honky Tonk und gute Musik. Around my baby, shuffling on the floor.
cigarettes and sodas, squeaky old screen doors, honky tonk moon, he's shining on my baby and me.
front door. Okay, jetzt sind wir sicher noch vor ihm. Genau. Let me go home, whiskey, okay? And let me go home, whiskey. Let me walk by the door. Let me go home, whiskey. Let me go by the door. I got orders. Don't you come home too slow. Let me go home, whiskey. Let me walk by the door. Thank you.
bisschen Franzose. Okay, ich setz, aber Franzose. Und ich spiele jetzt ein Stück in Französisch. Das heißt Pêche à la Mouche. Fly fishing. Yeah. I'm very fond of fly fishing and all the German, all the English words you will hear now, it's just the name of the flies. It's not really à la mode. Pêche à la Mouche, no, if I... Thank you.
The song is called Born to Be With You. Et vous avez peut-être remarqué, on a été très influencé par un chanteur-guitariste que vous connaissez évidemment. C'est Monsieur Tony Rice.